Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play the Bureau XCOM The Classified. Jawohl, wir befinden uns hier gerade eigentlich mitten im Kampf mit Axis. Geschafft. Oder gegen Axis. Wir müssen jetzt hier gerade erstmal sein Schutzschild deaktivieren. So, und wir heilen uns dann auch nochmal eben. So. Und wo stecken die denn alle? Ja, ja. Treffen wir ihn? Jawohl, wir treffen ihn. So. Ich warte gerade vor allem auf den Muton, dass der vermutlich gleich spawnt. So, jawohl, der ist down. Was kann ich tun? So. Okay, so die haben wir. So. Obwohl, ach Quatsch, wir dürfen. Ha, wir sollen Axis ja gar nicht eliminieren. Das fällt mir jetzt gerade nochmal so ein. Ich gehe rein. So, dann anheben, komm. Angehoben. Und dann. Genau, schön ins Gesicht. Komm. Jawohl. Siehst du wohl. So, haben wir dich. Genau, eben nachladen. Und dann jetzt nur noch die dritte Quelle deaktivieren. So, komm. Wieder einen Schritt weiter. So, wo ist er? Da hinten. Ändere die Position. Ah ja, der kann sich. Der kann sich wegbeamen. Bei dem da brauche ich Hilfe. Die Schilde geben nach. Jawohl. Ich treffe ihn nicht. Haben wir hier irgendwo Munition, weil. Boah. Weil ich habe keine mehr. So, wo ist er hin? Verdammt. Kommt von irgendwas im Inneren dieser drei Bunker. Wir müssen ihn deaktivieren. Ja, ja, ich weiß schon. Das Mindeste, was ich tun kann, Kommander. Ich brauche einen Sanitär. So. Na komm, Axis. Na. Heilung aktiviert. Wo ist er jetzt schon wieder? Ah ja. Komm. Ich helfe ihn wieder auf die Beine. Ja, beweg dich, komm. Stillhalten. Ich helfe ihn. Bereit für die nächste Runde, Kommandant? Ihr seid bereits besiegt. Eure Bemühungen sind vergebens. Hoffentlich ist er's wert. Angela, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind nicht besiegt. Und das hier ist nicht vergebens. Na super. Das sollten wir doch nicht. Gut, zurück zum Stützpunkt. Okay, das hätten wir jetzt auch noch in der letzten Folge unterbringen können. Die Daten, die Sie und Weaver von der Outsider-Anlage besorgt haben, die Analyse ist beunruhigend. Bei der Menge an Infektionsstoffen und der Struktur der Wasserversorgung unseres Landes erwarten wir... Über 2/3 der Bevölkerung wären innerhalb weniger Wochen infiziert worden, hätten wir es nicht gestoppt. Ich kann rechnen. Wie es aussieht, wurden Zehntausende, vielleicht Hunderttausende infiziert oder kontaminiert. Es wird immer schwieriger für uns, die Outsider-Bedrohung geheim zu halten. Wir können uns keine landesweite Panik leisten. Wir müssen schleunigst etwas tun.
Dass man das überhaupt irgendwie geheim halten kann, ist ja schon ein Wunder. Mal sehen, was wir von Axis erfahren haben. Na gut. Die hat ihn doch umgebracht, oder? So, hallo? Da sind sie ja. Gut. Ich muss sie sprechen. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Sonst noch was Brauchbares? Waffenpläne, Schwachpunkte, sowas in der Art? Keine offensichtlichen Schwachpunkte, wenn Sie das meinen. Und Axis war der Befehlshaber, er kannte alle Truppenstärken und Einsatzpläne. Da haben unsere Analysten ja was zu arbeiten. Aber uns geht die Zeit aus. Die Hauptstreitmacht wird binnen Stunden hier sein. Wenn's klappt, brauchen wir keine weiteren Infos. Wir schalten ihr Zentralkommando aus und ihre Armee bricht zusammen. Möglich. Aber es kann sein, dass wir nicht lebend zurückkommen. So oder so. Jetzt muss Weir eigentlich nur noch die Flugdaten berechnen. Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will. Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Will, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Sehr gut. Mit Dr. Weir reden, der ist doch mal wieder irgendwo. Was haben wir da noch? Schildern Sie nochmal, wie das passiert ist. Wir gehen hinter den Kisten in Deckung, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf geht. Immer und immer wieder. Und was war das für ein Gedanke? Der Teamleiter ist ein Feind. Töte ihn. Immerzu. Er ist ein Feind. Töte ihn. Aber ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Und was haben Sie dann getan? Ich hab's nicht getan. Da sagt der Forensiker aber etwas anderes. Und Ihr verbliebener Teamkamerad auch. Es war mein Arm und meine Waffe. Aber ich hab nicht geschossen. Ich weiß, was diese Mistkerle einem Menschen antun können. Aber von jetzt an wird jeder Ihrer Kollegen Sie im Einsatz als Risiko betrachten. Ich weiß, Sir. Ich weise Ihnen einen Posten auf der Basis zu. Schön ruhig, keine Kampfeinsätze. Und Sie gehen einmal die Woche zur Beobachtung. So, was haben wir da? Eine Notiz. Axis. Es ist extrem wichtig, das Axis sofort auszuschalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass unsere besten Agenten darauf angesetzt werden, diese kritische Bedrohung zu eliminieren. Aha, ich dachte, er soll nicht ausgeschaltet werden. So, mit dir haben wir schon geredet. Dann Dr. Weir müssen wir hin. Irgendwo da hinten, genau. Ja, hier hat auch noch was zum Plauschen. Schauen wir mal, was willst du von uns? Krat, konnten Sie mit den Daten von Axis etwas anfangen? Und wie? Die Sache ist nur, wir wissen noch nicht, ob die uns wirklich so viel weiterbringen. Klar bringen sie uns weiter. Kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Die meisten Informationen sind logistischer Natur. Wo Outsider stationiert sind, wie sie vorrücken wollen und so weiter. Das ist doch von großem Nutzen im Krieg. Wäre es, wenn wir ihnen etwas entgegenzusetzen hätten. Wir wissen jetzt zwar, welche Städte evakuiert werden müssen, aber wir sind ihnen nach wie vor nicht gewachsen. Blödsinn. Ich schaff's doch auch, etwas gegen sie auszurichten. Ja, aber sie sind sie. Sie haben die besten Waffen, die der Menschheit je zur Verfügung standen. Ein schlagkräftiges Team und das Ding an ihrem Arm. Wir haben nur eine begrenzte Zahl XCOM-Agenten. Die Outsider einen ganzen Planeten voller Soldaten. Was sollen wir also tun? Einfach aufgeben? Natürlich nicht. Aber um das Blatt zu wenden, bleibt uns wirklich nur eine Möglichkeit. Origin und Mosaic ausschalten. Ja, und ich wüsste nicht, wer dafür besser geeignet wäre als Sie. Sorry. Wie gehen die Outsider mit dem Verlust von Axis um? Er war der Kopf der Invasion, das muss sie doch sicher beeinträchtigen. Wir dachten, es wäre so, als ob eine Armee den General verliert. Aber wir haben seine Bedeutung überschätzt. Sie erhalten weiter Befehle über Mosaic von Origin.
Deshalb ist er das nächste Ziel. Ja. Ohne Origin und Mosaic sollten die Outsider völlig abgeschnitten sein. Und plötzlich sind wir im Vorteil. Wenn der Einsatz Erfolg hat. Wir zählen auf Sie. Viel Glück. Was wissen wir über die Alien-Welt, ihre Verteidigungssysteme? Der Mosaic-Kern muss sich ganz nah bei ihrer Heimatwelt befinden. Wenn Origin darüber Befehle sendet, muss auch er dort sein. In Exis-Daten war von automatisierter Verteidigung die Rede. Allerdings nicht von Wachposten. Und der Avenger bringt uns an den meisten dieser Systeme vorbei? Genau. Ich wünschte mir, wir hätten Zeit, ihre Welt zu erforschen. Mann, dafür würde ich mein letztes Hemd geben. Soll ich Ihnen einen Platz im Avenger beschaffen? Das lassen Sie mal. Mein letztes Hemd würde ich geben. Mein Leben nicht. Dankeschön. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Ihre Chance gegen Origin oder die Chance für die gesamte Menschheit? Hängt ja wohl eins mit dem anderen zusammen. Auch wieder wahr. Wie schätzen Sie unsere Chance ein? Fragen Sie lieber nicht. So wie die Wetten stehen, naja, ich bin ein reicher Mann, wenn Sie heil zurückkommen. Toll. Freut mich für Sie. Wird langsam Zeit aufzubrechen. Vielleicht bringe ich Ihnen ja ein Andenken mit. Hauptsache, Sie legen Mosaik lahm. Alles andere ist Zugabe. Genau. So, jetzt erstmal zu Dr. Weir. Schauen wir mal, was der noch für uns hat. So, wo müssen wir da jetzt überhaupt schon wieder hin? Da ganz hinten, ne? Die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Jo, danke schön. Na komm, mach auf. So. Dr. Weir, wer ist Dr. Weir? Das ist Dr. Weir, oder? Geben Sie dem Direktor Bescheid, ich erwarte ihn im Hangar. Ah, Carter, gerade rechtzeitig. Mhm. Na, Reisepläne fertig? Ja, ich habe die Koordinaten für unseren Angriff soeben fertig berechnet. Und das Vangate so gut getestet wie unter den Bedingungen möglich. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Na dann, jetzt oder nie. Seltsam, das mal aus Ihrem Mund zu hören. Manchmal ist der Ernstfall der beste Test, Carter. Sie erfüllen mich nicht gerade mit Zuversicht, Doc. Falls es Sie beruhigt, ich fliege ja mit im Avenger. Sollte was schiefgehen, bin ich zur Stelle. Die Daten von Axis lieferten Ihnen also die nötigen Koordinaten. Wo weisen Sie hin? Zweifelsfrei. Sie weisen auf einen speziell isolierten Bereich im Orbit um die Alienwelt. Wo genau liegt die Heimatwelt der Aliens? Ohne Sternenkarte ist das schwer zu beschreiben, aber sie liegt etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Sternbild Cygnus. Ganz schön weit weg von zu Hause. Planeten, auf denen Leben wie unseres möglich ist, sind äußerst selten. Selbst in einem unendlichen Universum. Sie haben doch schon Vangates geöffnet, oder? Das ist nicht nur Theorie. Sie waren dabei, als Lawrence und ich das erste geöffnet haben. Das war ja nicht der volle Erfolg. Nein, aber es klappte. Und wir waren seitdem bei kleineren Tests erfolgreich. Dank der Outsider-Technologie. Das ist doch erfreulich, hoffe ich. Der echte Test ist natürlich erst der Transfer von etwas so großem wie dem Avenger. Tja, wir werden ja sehen. Schon eine Ahnung, was uns auf Ihrer Heimatwelt erwartet? Zum Glück scheinen die Outsider eine ähnliche Lebensumwelt und Schwerkraft wie wir zu haben. Sicher haben sie die Erde deshalb ins Visier genommen. Doch alles andere dort könnte uns sehr fremd sein. Wie wird Ihre Verteidigung aussehen? Die Tarneigenschaft des Avengers schleust uns an den schärfsten Abwehrregeln vorbei. Aber den letzten Teil müssen sie zu Fuß erledigen. Nur mein Team und ich in einer Alien-Basis? Wird sicher witzig. Die Gegenwehr wird heftig sein, jedoch bei kleiner Truppenstärke. Sie versuchen, Origins Aufenthaltsort geheim zu halten. Also können sie keine ganze Armee um ihn herum scharen. Wir verlassen uns ganz auf Ihre Arbeit. Ich hoffe, sie besteht die Feuertaufe, Doktor. Ich auch. Sie riskieren nicht als Einziger ihr Leben. Ich reiße mich nicht darum, fernab der Heimat zu sterben. Aber wie viele Wissenschaftler kriegen schon einen fremden Planeten zu sehen? Sehen Sie es so. Sie sterben nicht fernab der Heimat, sondern um ihre Heimat zu retten. Ja, das ist doch gleich viel tröstlicher, nicht? Genau. Können wir, genau, mit dem Alien-Agenten will ich auch nochmal reden. Wenn wir schon da sind. Wir sehen uns im Avenger, Carter. Ja. Officer, der Feindagent ist sicher verwahrt. Oh, er ist sanft wie ein Lamm, seit sie Axis getötet haben. Keine Ahnung, was er hat, aber so oder so, er ist sicher verwahrt. Merkwürdig, aber soll mir recht sein. Vorsichtig mit ihm. Natürlich, Sir. Wachsamkeit ist meine Parole. Na schön. Und wie geht es Ihnen? Oh, das ist etwas komplizierter.
Sein Schweigen gefällt mir nicht so recht. Er könnte etwas aushecken. Das glaube ich nicht. Er hat zu niemandem ein Wort verloren. Und er hat auch kaum etwas gegessen. Und er ist noch immer von Mosaic getrennt. Er könnte krank sein oder was weiß ich. Seit er gehört hat, dass sie Axis erwischt haben, scheint er auf etwas zu warten. Wie er wohl reagiert, wenn wir Mosaic abschalten? Wenn, Sir. Nicht falls. Ich weiß, dass sie es schaffen. Na gut. Ich muss jetzt los. Natürlich, Sir. Bereiten Sie diesem Krieg ein Ende. Für uns alle. Ja, machen wir. So, mein Freund. William Carter. Sie sind es. Sie sind anders als sonst. Ich weiß auch nicht so recht. Ich hatte Visionen von Axis, von Origin, von meinem Volk. Geträumt, hä? Vielleicht ist das der Begriff dafür. Es war intensiver als während meiner Verbindung mit Mosaic. Sie sagten was von Träumen. Was sehen Sie da? Mein Volk wogt empor wie eine Flutwelle aus dem Meer. Es rauscht über eure Welt hinweg und baut überall, wo es hinkommt. Scheint euer Schlachtplan zu sein. Es ist nicht aufzuhalten. Eine unendliche Masse. Und über allem thront Origin. Hämisch. Wir verwandeln eure Welt in eine Hülse. Wie zuvor unsere eigene. So weit wird es nicht kommen. Das werde ich verhindern. Ich weiß, sie wollen Mosaic zerstören und uns von Origin befreien. Aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Es wird ein Anfang sein. Eins nach dem anderen. Wie behandelt man sie hier? Manche der Forscher sind neugierig und grausam. Der Wachposten Richard Rose stellt sich vor mich. Das ist anständig, aber eine Beleidigung für einen Krieger. Gut zu hören. Wir brauchen ihr Wissen, wenn wir die Menschheit retten und dazu bringen wollen, ihr Volk als Flüchtlinge aufzunehmen. Ich werde ihnen helfen, so gut ich kann. Was erwartet mich in eurer Welt? Warum wollen Sie das wissen? Weil es an der Zeit ist, dort zurückzuschlagen. Das ist ein törichtes Vorhaben, William Carter. Selbst die entlegensten Winkel unserer Heimat werden bewacht. Wir sind darauf vorbereitet. Sagen Sie mir, was uns erwartet. Ich habe meine Heimat so lange nicht gesehen. Jahrzehntelanger Krieg auf anderen Planeten. Nur vage Erinnerungen an das, wofür wir kämpften. Türme ragen in den Himmel. Truppentransporter fliegen Patrouille und stets ist Gift in der Luft, im Wasser und in unseren Köpfen. Verstehe. Schmerz, William Carter. Schmerz wird Sie erwarten. Ich glaube, Sie brauchen jetzt Ruhe. Danke. Aber die Visionen von eurem Planeten. Vielleicht, wenn ihr Origin aufhalten könnt. Mhm. Na gut, dann. Ich glaube, wir sollen nochmal mit Fork reden, oder? Genau, dich haben wir schon. So, gehen wir mal zurück. Jawohl. So, quatschen wir nochmal mit dem Chef. Na, jetzt müssen wir erstmal hier warten. Hey Carter, steigen Sie wirklich in den Avenger? Dann muss die Lage wirklich verzweifelt sein da draußen. Ja, ich befürchte es auch. Und da stehen die beiden wieder. Schicken Sie die Evakuierungsbefehle raus und die Agenten sollen weiter die hochrangigen Ziele verteidigen. Ja, Sir, wird gemacht. Wir halten bis zu Ihrer Rückkehr den Laden am Laufen. Ihre unerklärliche Zuversicht wird lobend zur Kenntnis genommen, Chalsky. Ah, da ist Carter. Hallo. Carter, gut. Man hat mir gesagt, dass alles bereit ist. Ja, Sir. Gut, in der nächsten Stunde geht es los. Was das? Carter? Deine Rede? Keine Ansprache? Reden sind hier unangebracht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht und Sie kennen unsere Chancen. Ja, Sir, allerdings. Das erwarte ich auch. Ich bin bereit, diese Drecksäcke ins Jenseits zu schicken. Koste es, was es wolle. Ich weiß. Sie haben mich einmal gefragt, warum ich Sie trotz Ihrer Akte ausgewählt habe. Deshalb, Carter. Weil Sie niemals aufgeben, komme, was wolle. Danke, Sir. Danken Sie mir nicht. Enttäuschen Sie mich nicht und erledigen Sie den Auftrag. Ich verstehe das einfach nicht. Unsere Einsätze waren ein Erfolg. Nein. Sie waren nur ein Erfolg, wenn der Verlust zweier Städte und das Erreichen des Minimalziels als Erfolg gilt. Trotzdem sind sie erfolgreicher als alle anderen. Wir brauchen mehr Agenten, bessere Ausbildung. Die Outsider haben einen endlosen Nachschub an Truppen, nicht wir. Uns bleibt nur eine Option.
Wir müssen den Kampf zu ihnen tragen. Existiert dieser Origin nicht schon seit Hunderten von Jahren? Was ist, wenn es mit einer Kugel in den Kopf nicht getan ist, um ihn und Mosaic auszuschalten? Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Und wenn das nicht reicht? Nun, Sie haben gezeigt, dass Sie gut improvisieren können. Ich soll improvisieren? Das ist ja was ganz Neues. Und wenn wir dort landen und ich nicht das richtige Werkzeug dabei habe? Keine Sorge, ich habe einen Plan B. Aber Sie sind eben unsere beste Chance. Okay, super. Angenommen, wir können die Gates schließen. Was wird aus den Outsidern auf der Erde? Ich hinterlasse einen detaillierten Schlachtplan. Er wird gerade an die Stabschefs verteilt. Wir hoffen, dass der feindliche Nachschub abreißt, wenn die Welten getrennt wurden und dass die einzelnen Feindverbände vom Zentralkommando abgeschnitten werden. Das sollte unseren Truppen den nötigen Vorteil verschaffen. Das klingt ja, als hätten sie nicht vor, selbst mitzumachen. Die Chancen, dass wir heil zurückkehren, sind gering. Machen wir uns doch nichts vor. Na gut. Ich bin bereit. Wir treffen uns im Avenger. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, Carter. Und Sie kennen das Risiko. Sie haben bisher überlebt. Ich weiß, Sie sind der richtige Mann. Jawohl, in Avenger-Hangar melden. Das werden wir dann morgen in der nächsten Folge machen. Wir sind für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.